Hallo, herzlich willkommen hier bei Minecraft Kreativ mit mir Ingo Viva und endlich zocken wir mal wieder. Ich hatte letztes Mal ein bisschen mehr aufgenommen, darum konnte ich mir ein bisschen Zeit lassen mit dem Spiel. Ja, wir sind hier, haben hier aufgehört. Warte, ich fliege mal kurz nach oben und zwar mit dem Turm und dann hier. Und da wollen wir natürlich auch weiter bauen, bevor wir jetzt, weil da unten, ich denke mal, das ist das Einfachste. Das Dach ist hier das Schwierigste. Und dann müssen wir mal schauen, weil wir wollen das hier so gut es geht, weiterbauen. So die Frage. Ja, immer so, ne? Genau. Nee. Das ist nicht ganz so richtig. So. Genau. Ist halt immer ein bisschen doof. Man muss halt hier genau schauen. Sonst macht man einen Fehler. Hier ist zwar eine Lücke, aber ich finde, mein Gott. Mann! Scheiße. Ich dachte erst, ich hatte ja letztens mal ein kleines Let's Test gezeigt von Minecraft, wo man halt zum Mond fliegen kann. Und das habe ich aber jetzt nicht aktiviert. Also wenn ich jetzt hier in der Baumenü reingehe, hier gibt es das nicht. Also das wollte ich doch nicht, weil ich dachte mir so, mein Gott, bisschen komisch. Also mit so einer Raumfähre jetzt zum Mond fliegen, nee, machen wir nicht. Müssen wir erstmal alles hier verbauen. Dauert hier am längsten eigentlich. Schaman! Nein! Scheiße, wie oft man auf die, bei Minecraft auf die Maus drückt, ey. Das ist ja unnormal, ey. Bei anderen Spielen, ja gut, da drückst du auch zwar, aber jetzt nicht so extrem, habe ich das Gefühl. Ach, da unten habe ich auch noch nicht gemacht. Dann mache ich das natürlich. Wie gesagt, ist ein bisschen doof. So Ecken. Ist schon ein bisschen schwierig, muss ich so ganz ehrlich sagen. Sowas hier hinzubekommen. Gucke sofort einen Block falsch. Gut, aber im Kreativmodus. Gott, man hat ja unendlich Blöcke. Ist ja gerade das Schöne, darum mache ich das ja auch. Weil ich mag das nicht so gerne mit dem Sammeln, ey. Baumfällen und dann, ach, einen Kamin bauen. Ach, nein, so ein Scheiß. Ich habe es zwar auch schon mal gemacht, klar, mein Gott. Aber bin jetzt nicht so ganz der Freund davon. Das Big Mana ist schon, Big Mana schon wieder ein bisschen anders. Bei dem, der macht das gerne. Er sagt immer, Kreativ ist für ihn kein richtiges Minecraft. Das finde ich natürlich nicht, weil eigentlich ist ja die Idee hinter Minecraft, das habe ich ja schon mal erzählt, ja, sowas hier zu bauen. Und das ist ja eigentlich auch ein Bauspiel und nicht irgendwie ein Survival-Game oder so. Finde ich jetzt. Aber na gut, die Geschmäcker sind überall anders. Da könnte ich jetzt wirklich irgendeinen befragen, der würde sagen, nö, stimmt doch gar nicht, Minecraft schön im Survival ist voll geil. Ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht geil ist. Ich habe nur gesagt, es ist nicht ganz so, ja, was ich mir sagen unter Minecraft vorstelle. Das vielleicht. Ach, ist ja schon zu Ende. Cool. Haben es ja fast geschafft. Gut, Dach wird auch noch mal ein bisschen. Da müssen wir auch noch mal schauen, wie das so alles funktioniert. Aber ich glaube, das ist hier das eigentlich das Schlimmere von beiden. Jetzt muss ich ein bisschen umdenken. So, was ist passiert diese Woche? Bei mir nix. Wetter hat sich wieder verschlechtert. Ist okay. Also, mein Gott. Braucht jetzt nicht immer so warm sein. Ich muss auch mal echt mal gucken. Wir hatten, Big Mana, der will jetzt gerne als Let's Play, der ist ja mit Knights of the Nine, also Oblivion, ist er ja fertig mit dem Add-on. Und es gibt ja jetzt noch das andere, Chevrolet Isley, oder wie das heißt. Und das möchte er aber erstmal noch nicht machen, weil er hat jetzt wohl ein anderes Spiel anzocken. Und das wird ab morgen, hoffen wir mal, wird das ja dann laufen. Ist noch in der Alpha-Phase, in der ersten. Also noch ganz, ganz frisch eigentlich. Und das möchte er gerne zocken. Lasst euch überraschen, ich sag jetzt noch nichts.
Ja. Mal gucken, was ich jetzt nach Mafia überhaupt mache. Ich bin auch schon im Überlegen, ob ich sofort dann ein Thema wieder anfange oder ob ich erstmal sage, komm, ich mache erstmal mein MLB und hier Minecraft, dass ich das. Oh, warte mal, jetzt ist mal kurz. Warte mal, ich schau mal kurz, wie ich das jetzt besten hinbekommen würde. Ah, so. Sehr schön. So, jetzt nur noch da oben. Ach, hier ist ja, ah, genau, hier müssen wir auch noch mal gucken. Das am besten, ob wir das so machen. Aber ich glaube, das ist am vernünftigsten, das so zu machen. So, und jetzt muss ich kurz einmal hier die Blöcke so hinsetzen. Muss alles zumachen. Wie gesagt, ob ich dann sofort ein neues Thema anfange. Vielleicht habt ihr ja mal wirklich mal ein Thema, wo ihr sagt, ey, zock das doch mal. Dann könnte ich es mir überlegen. Vielleicht habe ich das Spiel ja auch sogar schon. Brauche es mir nicht noch kaufen. Und ja, das wäre natürlich mal was anderes. Weil, wie gesagt, ich würde auch gerne erst eigentlich erstmal sagen, komm, dann zocke ich erstmal MLB weiter. Oh, ey. Mann. Scheiß Ding. Ah, nachts. Mir fällt aber auch wirklich so spontan jetzt kein Spiel ein, wo ich jetzt unbedingt sagen würde, boah, das muss ich zocken. Also, weiß ich nicht, im Moment. Nee. Nein! Kacke. So. Das ist natürlich Kacke, ey. Das sieht doch scheiße aus. Ah, ich weiß auch warum. Lass ich das mal so. Es gibt genug Spiele. Keine Frage. Aber ist jetzt wirklich so ein Spiel, wo ich sage, ah, das habe ich schon so lange Bock drauf. Im Moment, also muss ich ganz ehrlich zugeben, müsste ich echt überlegen, was ich zocken könnte. Mal schauen. Aber ich glaube, ich mache erstmal MLB weiter. Und dann sehen wir weiter. Aber jetzt können wir das alles hier zumachen. Erstmal. Achso, heute nehme ich nur wieder eine Folge auf. Also ich nehme jetzt nicht mehrere Sachen am Stück auf. Ich habe noch so viel zu tun, um ehrlich zu sein, ey. Und ich freue mich auf nächsten Monat. Ohne Spaß, ey. Da kommt endlich Walking Dead, die dritte Staffel raus. In Amerika jetzt zwar. Und dann, ich glaube, eine Woche später oder so, dann in Deutschland. Die vierte Staffel meine ich. Und ja. Da muss ich echt gucken, wie ich das irgendwie gucke. Und die dritte Staffel im November kommt die raus zu kaufen. Und die will ich mir sofort holen, ey. Ich habe so gedacht, mal irgendwann, ey, wenn alle Staffeln, wenn wirklich, wenn es keine neue Staffel mehr rauskommt, zu sagen, komm, einfach mal so eine Walking Dead Nachttag-Sache, so ein Marathon, wo man wirklich alle Sachen hintereinander guckt, ey. Mal schauen, ey. Hab ich mal echt Bock drauf. Mal schauen. Vielleicht mit Big Mana. Weil er ist auch ein großer Fan davon. Da habe ich ihn eigentlich draufgebracht. Ich so, hey, boy, es gibt da so eine Zombie-Serie. Guck dir die mal an. Habe ich sie denn ausgeliehen? Nee, er hat sich die ausgeliehen aus der Videothek. Weil ich habe nur die Blu-ray gehabt und er kann noch keine Blu-ray abspielen. Er hat zwar schon den passenden Bildschirm, Laufwerk auch schon, aber das passende Abspielprogramm hat er noch nicht. Und da habe ich dann gesagt, komm, leist dir doch aus. Da hat sich ausgeliehen, ey, und fand es richtig fett, ey. Und dass ich es, glaube ich, dann eine Woche oder sowas hat er sich das dann später dann doch gekauft. Der Süchtle. Da hat sich die zweite auch geholt. Ja, und die dritte, wie gesagt, ist ja noch nicht draußen. Aber wenn, dann wird sich die sofort bestellt, ey. Es gibt auch keine bessere. Ohne Spaß. Also, das ist die geilste Serie, die es überhaupt gibt, ey. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt gucken wir mal kurz auf der anderen Seite. Haben wir auch. Jetzt fliegen wir mal nach oben. Wo wir jetzt wirklich alles hier zu haben. So, jetzt haben wir den Bereich fertig. Jetzt könnten wir theoretisch das hier zumachen. Aber das finde ich eigentlich ziemlich, ja, nicht so. Das Dach und so. Fenster reinsetzen eigentlich auch noch nicht. Müssen wir mal kurz schauen. Das sieht ja schon echt geil aus, ey. Was wir als Boden hier rein machen, ja. Da müssen wir auch mal schauen. Ich dachte mir, das ist ja der Eingang.
dass wir dann mit Holz, haben wir ja noch hier, mal so eine Treppe bauen. Müssen wir mal schauen, wie wir es am besten machen. Ob so. Und dann Treppe, mal gucken, Holztreppe, Holztreppe, Holztreppe. Nein, warte mal, dunkel, so. Tropenholz, Birkenholz, Birke, komm. Die Steine brauchen wir erstmal nicht. Ja doch, das ist okay. So, wenn wir jetzt. Nein! Wie wir das am besten jetzt machen. Ich würde ja sagen, das ist dann halt wirklich der Boden. So. Und da geht es auch wirklich dann. Zack. Dann müssen wir halt nur schauen, was für einen Boden wir bauen. Und jetzt mit den roten Steinen. Ach, habe ich dann noch hier. Die Wolle. Mit der roten Wolle. Nein. Ob wir das so. Aber es ist ja dann. Warte mal. Ich weiß nicht. Könnte eigentlich, ne? Und damit der roten Wolle hier komplett einmal durchgehen. Mach ja auch bis zum Ende, fast. Mal schauen, wie weit. Ich glaube, wir hören gleich erstmal hier auf. So, ja. Andere Seite auch noch. Das hört sich mal an. So, zumachen. Wenn es helllichter Tag ist, dann kann man es besser sehen. Und wir müssen halt auch hier noch Dings reinsetzen. Noch solche Kronleuchter. Ich glaube, ist hier am besten, ne? So. Auch nochmal zumachen. Wenn ich reiß wie ab, ist ja auch kein Problem. So. Weil hier ist ja auch der Altar dann irgendwann hier so. Okay. Jetzt muss ich halt gucken, was für Steine und wie ich das jetzt am besten mache. Den Boden halt. Ich hatte mir schon gedacht, das ist natürlich jetzt wirklich eine Aufgabe für. Ja, doofe eigentlich. Immer den hier. Nein. Das ist natürlich jetzt wirklich eine heiklige, also eine schwierige Aufgabe. Dürfen wir jetzt nur nicht verkehrt. Guck, da fängst du schon an. So, das ist noch richtig. So. Am besten, wenn man zu zweit hier Minecraft zockt, dann kann einer die Steine machen, einer macht die Steine. So. Und dann wollte ich gerne, warte, um es halt auch so, schwarze Wolle. Bis zum Anfang, zack. Und die dann so dahinsetzen, reinsetzen. Dass man halt wirklich dann so muss, dass so ein Muster entsteht. Das halt komplett über die ganze andere Fläche noch. Das gefällt mir persönlich eigentlich am besten. Oder ob man nur so einen Streifen lässt, ich habe keine Ahnung. Ach, mal kurz zu schnell geworden, ey. Gut, das ist eigentlich auch richtig. Ob man jetzt auf andere, klar, auf der anderen Seite genauso und dann halt ganz normal hier wieder anderen Boden macht oder ob man den, habe ich keine Ahnung, da muss ich echt mal überlegen, wie ich das am besten mache. Da ist mal eine Klickerei. Das Spiel soll es nicht Minecraft halten, sondern Klick. Klick das Spiel. Aber ich glaube, Click ist geschützt, der Name, ey. Von dem Film mit Adam Sandler. Keine Ahnung. Na, ah! Mann, ey. So, jetzt wird es auch helllicht. Wieder ein bisschen heller. Scheiße. Mann. So, genau. Und jetzt wieder die weißen Steine.
So, machen das noch zu Ende. Und dann würde ich sagen, mach erstmal wieder Päuschen. Ich habe ja gesagt, ich mache heute noch eine Folge, nehme ich auf, weil ich noch viel zu tun habe. So. Wie das aussieht, wenn man jetzt hier reinkommt. Ich überleg's mir noch einfach. Und dann werde ich beim nächsten Mal dann, ja, nächsten Sonntag weiter zocken und dann werdet ihr ja sehen, wie ich mich entschieden habe. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Heute wieder bei Minecraft Kreativ mit mir Ingo Viva und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss!